Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! Mal wieder ein Live-Unboxing. Ja. Und heute gucken wir uns PC-Games an. Mm. Und ich habe heute mal so, wir gucken uns mal so die kleineren Kistchen an. Ich hab noch ein paar größere da hinten für das nächste Auspacken bereitgestellt. Ja. Aber heute machen wir mal so überschaubare Größe. Also wir sehen hier das so. Heißt, ich kann ganz, ganz, ganz häufig fragen, wo es herkommt, was ist mit Zoll und was hat es für Schwierigkeiten gehabt und so. Genau, weil es ja immer so nur, es sollte ein Spiel oder sowas pro Schachtel ungefähr sein. Okay, genau. Ungefähr, wenn der Dennis noch so grob ungefähr hat. Wenn ich das noch wüsste, ja. Genau. So, ja, schönen Gruß in den Live-Chat. Ja. Nightshift sagt, ich mache mir ein Bier auf. Genau. Holt euch ein kühles Getränk, ein paar Snacks und guckt mit uns zusammen, was da drin ist. Denn ich bestelle ja immer mal so was und dann kommt das in die Ecke und dann wird das gesammelt. Lagert und sich das da. Und wenn wir es auspacken, habe ich meist schon wieder vergessen, was es eigentlich ist. Und dann beim Auspacken erinnere ich mich dann dran. Ja, die nächste Überraschung steht vor der Tür, ja. Also so, dann in die entspannte Laune kommen jetzt. Ja. Genau, Xander Tagnis ist bei Äppler. Und Navi sagt, bis wir mit Auspacken fertig bin, hat er sein eigenes Bier gebraut. Ja, dann gucken wir doch mal in den ersten Umschlag. Ist das aus Deutschland? Nein, oder ist das Deutschland? Einfach nur ganz normal. Einfach nur gekauft, ja. Was ist das denn? Genau, und zwar ist es die Gold Edition von Leisure Suit Larry Reloaded 2.0. Es gibt ja von Leisure Suit Larry, von dem ersten Teil, gab es ja die Originalversion. Ja. Von 1987. Ja. Und dann gab es 1991 eine Remastered-Version mit schönerer Grafik. Wie hieß denn der erste Teil? Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Und ich mag das, wenn der Dennis das sagt, der hat das so einen Fluss. Ja. Ja. Und dann ist 2013 haben sie den ersten Teil nochmal remastered in HD mit noch besserer Grafik und mit CD-Soundtrack und Sprachausgabe und Puzzle-Design auch ein bisschen überarbeitet. Alove war zumindest noch grob beteiligt. Mhm. Und genau, dass die, ja, die neue Version, die dritte Neuauflage quasi. Mhm. Wusstest du, dass Leisure Suit Larry, manche sagen auch Leisure Suit Larry, ich glaube, es gibt beide Aussprachen. Ich bin der Leisure, er ist der Leisure. Wusstest du, dass die erste Version von Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards eigentlich auch ein Remake war? Nein. Es ist nämlich das Remake eines 1980 erschienenen Text-Adventures mit dem Namen Soft Porn. Damals noch hat der Protagonist noch keinen Namen gehabt. Man hat den Protagonisten gespielt, aber es ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur mit mehr Humor, einem Protagonisten und mit Grafik und Musik. Aber der Titel des Ursprungs sagt ja alles, worum es geht eigentlich. Ja. Ja. Und hat sich aber auch super verkauft damals. Gab ja auch noch nicht so viele Spiele. Daran lag das. Genau. Ja. So. Also die vierte Version, ich habe es noch nicht durchgespielt, in der Version nochmal reingespielt und ja, ist ja jetzt das gleiche Spiel mit modernerer Grafik. Mhm. Ich hatte es bislang nur als digitalen Download, weil ich damals die Kickstarter-Kampagne unterstützt hatte. Ah, okay. Und jetzt habe ich günstig auch die Boxed-Version. Boxed-Version, habe ich gedacht, komm, dann kann man es auch ins Regal stellen. Der hat auch einen Bonus, steht rechts unten in der Ecke. Bonus. Neue Abenteuer auf der Schatzinsel. Was noch ein Bonus-Game damit zu tun hat. Ja, whatever. Was ist der Unterschied zwischen einem One-Night-Stand und Leisure Suit Larry? Larry kommt immer wieder. Reloaded. Ja, also, das Nummer 1. Oh, eins. Die Scherze auf der Schachtel. Uiuiuiui. So, auch das nächste ist auch einfach so gekauft. Auch einfach so gekauft, ja. Nicht irgendwie bei einem coolen Versand. Ich ja, einfach so. Nur mal ein bisschen Sachen kaufen, nicht weil du sie möchtest, sondern weil die eine geile Story haben. Ja, oder? Ist ja unglaublich. Wo bekommt man das Text-Adventure? In dem Larry-Pack ist das, glaube ich, mit dabei. Ich weiß nicht. Ich habe mal so eine Sammlung gekauft gehabt, da war das mit dabei. Weiß nicht, ob es in dem, die man jetzt auf Steam bekommt, aber irgendwo kriegt man das mit Sicherheit. So, dann
Wir hatten bei einem der letzten ausgepackt diverse Siedlerspiele. Ja. Und das hier fehlte noch, die Siedler 2, die nächste Generation, das Remake von die Siedler 2. Wir sehen hier Remake und Remake. Nach den Siedler 2 regelt ein modernes die Siedler 2. Kampagne mit 10 Missionen, 18 Freispielkarten, packende Mehrspielerpartien, aber einfach in besserer Grafik, komplett in 3D. Hast du auch das Remake gespielt? Oder? Ja, logisch. Okay. Also ich habe das sehr weit gespielt, aber irgendwann, also die haben ganz neue Maps, aber irgendwann waren die Maps einfach unglaublich schwer. Also du hast einfach deine Hauptbasis neben seiner Hauptbasis, er hat sau viele Soldaten und schickt dir einfach dauernd gegen dich. Okay, dann ist es gestorben. Ich habe auch, es gibt bestimmt einen Trick, wie man es gewinnen kann, aber ich habe es nicht rausgefunden. Es hat mich deprimiert. Ich habe auch das Expansion Pack mir zugelegt. Okay. Ist auch sehr gut. Also lässt sich sehr gut spielen. Das atmet Siedler das Ursprung aus. Also das ist wirklich gut. Mhm. Also ist ja nach denselben Regeln. Was bietet die Neuauflage zusätzlich? 3D-Grafik, verbesserte Benutzerführung, mehr Spieler, Baukostenerstattung, Meldungen, Zusatzfunktionen in Militärgebäuden. Das war's. Ja. Und hier sind sogar Screenshots in Farbe mit drin. Wenn du Wahnsinn. Wenn da nämlich jetzt mal guckst, das sieht aus, also wenn du hier dieses Bild, na, wo bist du mal, da das anguckst, so wie damals Siedler 2. Ja. Also nur in modernerer Grafik. Genau. Ne? Ja. Also wirklich schön gemacht. Tech-Tree ist auch da sichtbar, sehr gut. Mhm. Also richtig gut. Sehr guter Kauf, Dennis. Da kann ich nur machen. Sehr schön. Ja. Bockwurstboy zum ersten Mal im Chat mit dabei. Hallo. Hallöchen. So, dann nächstes. Auch das ist, genau, das habe ich gekauft. Ich glaube, war es auch über ein Auktionshaus. Aber das ist von einer Firma, die gebrauchte Ware weiterverkauft. An und verkauft. An und verkauft, genau. Wo ich auch relativ guter Kunde bin bei, ja. Ja, der Christian Harms hat es schon richtig gesagt. So, und dort haben wir nämlich das Die Siedler Community Pack. Okay. Historische Schlachten. Es gibt ein Siedler, was der Hagen nicht hat. Das kenne ich nicht. Unglaublich. Das kenne ich nicht. Die Siedler 4 Community Pack liefert 4 umfangreiche neue Kampagnen und zusätzlich eine Zusammenstellung der besten Karten, die von Fans für Fans gestaltet wurden. Zu jedem Volk der Reihe gibt es eine neue umfangreiche Kampagne und zahlreiche Karten. Leben Sie historische Schlachten, kämpfen Sie während der Punischen Kriege an vorderster Front, setzen Sie sich den Eroberungszügen Hernán Cortés zur Wehr. Römerkampagne, Wikingerkampagne, Maya-Kampagne und Trojanerkampagne. Man braucht die Vollversion von Siedler 4. Ja, das ist ja jetzt kein Problem. Ja. Ja. Genau. Nee, das kenne ich nicht. Wahnsinn, dass ich den Hagen noch mit Siedler überraschen kann. Nee, ich bin überrascht. Das kenne ich nicht. Aber es klingt ganz spannend, Dennis. Jetzt, ja, doch. Das Expansion Pack hier. Ja, auf eine Seite. Nee, keine Screenshots sehen wir nicht, aber es wird dieselbe Grafik sein wie bei die Siedler 4. Es sind ja nur Fankarten. Ja. Also jetzt Kampagnen, das klingt jetzt abfällig, nein, aber es benutzt ja das Hauptspiel. Ja. Conlusor sagt, bei Siedler 7 war Schluss. Naja, es gibt ja noch Königreiche von Anteria, was mal ein Siedler werden wollte. Es heißt aber nicht Siedler, aber die haben es schon clever gemacht, ja. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das die Siedler jetzt noch erscheint oder nicht, oder haben sie es getötet? Nee. Neue Auflage. Die neue Auflage, ich weiß natürlich nicht, wann jetzt die Folge hier rauskommt bei uns. Ihr wisst ja, wir nehmen auch immer ein bisschen Zeitversatz auf. Mhm. Es ist aber so, dass das User-Feedback auf den neuesten Siedler-Teil überwältigend war, wenn man von furchtbar. Überwältigend furchtbar. Es war überwältigend furchtbar. Sie haben am Anfang Werbung gemacht mit der Volker Wertig Design mit. Ja. Und irgendwann im Entwicklungsprozess wurde auf einmal, war davon nicht mehr die Rede. Und der Volker Wertig durfte nicht mehr genannt werden, gefühlt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber er wurde nicht mehr, es war einfach nicht mehr die Rede. Und dann haben sie alles anders gemacht. Und sie haben aus diesem... Sie wollten es moderner machen. Modernes Multiplayer-Ding, aber es war halt einfach auch kein gutes Multiplayer und es war einfach überhaupt kein Siedler mehr. Ja. Also wer auch immer da dran rumgeputschelt hat, hat es einfach... Wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, gerade muss aber das und das aber in, also müssen wir das machen und das ist ja zu sperrig und das ist ja gar nicht massenkompatibel und dann ist es halt kein Siedler. Also es war wirklich, 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 wirklich. Ja, Chalurion sagt, es wurde dann ein richtig schlechtes RTS. Ja, also deswegen, sie haben es jetzt, also wieder in den
in den Developing-Kreislauf geschickt. Ob das nochmal aus dem Kreislauf rauskommt. Hülle da rauskommt. Ja. So, dann haben wir hier ein Spiel, was mir noch fehlte. Habe ich neu jetzt noch gekauft. Anno 2205. Jetzt wird's, also jetzt sind wir natürlich bei weitem nicht mehr Retro. Ja. Aber die Anno-Reihe hatte ich jetzt schon ziemlich vollständig. Aber das fehlte. Enthält alle Zusatzinhalte. Habe ich gedacht, komm, das habe ich gerne gespielt. Also es ist auch Anno, es macht auch richtig Spaß, aber es hat halt überhaupt nichts mit Anno 16 und blablabla zu tun. Mhm. Aber also wirklich ein schönes Spiel. Da muss ich zugeben, das war das allererste Mal, wo ich mir eine App fürs Handy geholt habe, die in direkter Kommunikation mit meinem PC-Spiel steht. Okay. Also spielst ein App-Spiel und kriegst dadurch Punkte fürs PC-Spiel und so. Also wirklich ganz cool. War eine neue Erfahrung für mich, hatte ich vorher noch nicht. Mittlerweile ist es auch wieder runter oder so, aber man muss das einfach mal, ich habe mich da auch mal für Neuigkeiten, auch ich bin mal so flexibel, mit der Zeit gegangen, ich habe Handy. Ja, Herr Conlusa sagt, Anno geht immer. Ja, also wirklich ein gutes Spiel, ist wirklich toll gemacht. Sie haben ein paar Techniken eingebaut, die sie danach gecancelt haben, Gott sei Dank, aber dafür fand ich es echt gut. Mhm. Ja, ich bin gerade, ich habe mal wieder angefangen mit Anno 2070. Mhm. Das war mein erstes Anno. Ah. Da habe ich aber damals nicht lange gespielt. Ja. Und habe gesagt, komm, musst du mal ein bisschen weitermachen. Und dann mir ja auch die weitere Zukunftsvariante angucken. Das hat eine sehr lustige, also sie haben sich da sehr lustig Gedanken gemacht. Sie haben gesagt, okay, du fängst an in der gemäßigten Zone und musst aber Ressourcen für die gehobenen Bevölkerungslevel aus anderen Zonen kriegen. Und deswegen machst du irgendwann die Siedlung in der Arktis und auf dem Mond. Mhm. Und das haben sie wirklich gut verknüpft. Du machst dann Handelswege dahin. Aber du baust sozusagen das eine Mal einfach in der Arktis, musst du dann gucken, dass deine Fabriken, die generieren Wärme und da könntest du nebenan Wohngebäude machen und so. Also dass die eine komplett andere Regeln auch aufgestellt. Wirklich gut gemacht. Also wirklich macht Spaß. Mhm. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Der Aufbau-Ding. Wer aber ich will meine Felder wabern sehen, da wirst du halt mit in der 2205 nicht so glücklich werden, weil das ist einfach nicht so niedlich, weil so weit in der Zukunft. Ja. Was ich sagen soll. Ja. Also, bin ich mal gespannt. Aber gutes Game. So, jetzt wird's. Sehr gute Käufe, Dennis. Genau, ich bin zufrieden mit deiner Auswahl. So, jetzt wird's etwas, wenn ich es richtig interpretiere, wie es ist, wird's etwas mehr retromäßig. Kommt aus Großbritannien. Oh, also hast du da sonst keinen Stich gemacht oder weil hier ja wenn ich es richtig weiß, was da drin ist, dann ist es ein relativ seltenes Spiel. Ah, okay. Und deswegen war ich froh, dass ich überhaupt irgendwas bekommen habe zu einem Preis, den man auch noch bezahlen konnte. Mehr Porto als Kaufpreis wurde hier genannt. Nee, das nicht. Mhm. Kaufpreis, aber es ging. Und zwar ist das eine Spielereihe, die so richtig in Schachteln nicht erschienen ist. Oder nicht alle zumindest. Sehr frühes, also relativ frühes, bekanntes PC-Game. Und das war das, was ich zumindest mal in ungefähr Schachtel gefunden habe. Es ist Goodbye Galaxy. Commander Keen Travels to Alien Worlds. Okay. Commander Keen, hast du das mal gespielt? Aber in der wirklich Anfangszeit meiner PC-Spiele-Geschichte. Aber wenn du mich jetzt fragst, Hagen, was hast du noch da im Kopf von, ist irgendwie, das hat sich nie festgefressen bei mir. Also von ID Software, die ja später Doom gemacht haben. Mhm. Und die haben es halt hinbekommen, flüssiges Scrolling und sowas auf dem PC, was damals als undenkbar geht galt. Okay. Mhm. Und ich habe es damals auch gespielt, gab es ja als Shareware ein paar Sachen, musstest du dazu kaufen. Ich glaube, das ist eine Shareware-Version, also etwas, was man sich auch umsonst irgendwo kopieren konnte. Aber da überhaupt irgendwas zu bekommen, ist schwierig. Was greifbar ist, ist schwierig. Deswegen dachte ich, komm, nehmen wir das mal, damit wir auch was haben, was wir in die Kamera halten können, wenn wir denn dereinst mal einen Commander Keen zeigen. Genau, also ist halt sehr. Besteht aus Nix und Nix und der Diskette. Es ist immerhin eine Diskette und sowas ähnliches wie eine Schachtel. Wie gesagt, es war nicht so super teuer, aber find mal irgendwas mit Commander Keen, ohne dabei. Also find erstmal überhaupt irgendwas. Und
dann, wenn du was findest, dann so, dass du nicht arm wirst dabei. Und dann kann ich Hubkarren mit Goldsäcken hinfahren, genau, musst. Ja. Dann empfand ich das als einen guten Kompromiss. Mhm. Weil so die schönen Schachteln von allen Teilen gibt es sowieso nicht, mhm, weil das so nicht erschienen ist damals. Mhm. War halt Shareware. Dragonflame sagt, Commander Keen habe ich damals im Informatikunterricht heimlich gespielt. Hat irgendein Mitschüler auf einem Rechner installiert. Aha. Ja. Talyrian sagt, ach wie cool, habe ich auch noch nie eine Schachtel gesehen. Ja. Und Nexus 7 sagt, ich glaube, die Retro-Videos bis 2099 sind schon ausgebucht. Ja. Wir sind schon weiter in der Zukunft. Du bist ein bisschen zurückhaltend. Genau. Also, wir haben, glaube ich, genügend Spielmaterial, aber auf der anderen Seite, man muss ja immer mal Auswahl haben. Ja? So, das nächste habe ich auch irgendwo gekauft. Ich habe aber das Adressetikett schon abgemacht, sodass ich auch gar nicht mehr so genau weiß, aber auch aus Deutschland. Dass ich nicht mehr so genau weiß. Ja. So, mal gucken, was da ist. Ich sehe Filmmaterial. Das ist nochmal was für ein nochmal was für ein Hagen. Eine besondere Art Versoftung. Eine besondere Art Versoftung? Ja. Inwiefern? Oder Hardware, kannst du auch sagen. Je nachdem, was es ist. Es ist nämlich Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs, die limitierte Edition. Das ist, glaube ich, Siedler 5 oder 6? 6. Siedler 6. Hatte mir noch gefehlt, habe ich gedacht, nehme doch die Limited Edition, die sieht so ein bisschen wie ein Buch aus. Genau, die Limited Edition kenne ich nicht. So, dann gucken wir mal, was da so alles drin ist. Also, wir haben hier Tech Tree. Ja. Poster. Und genau, hinten dran ist ein Poster, die Siedler Aufstieg eines Königreichs. Blue Byte und Ubisoft. Mhm. Dann haben wir den Original Soundtrack. Mm. 36 Tracks. Ja, Soundtrack kann ich den Hagen ja immer mit begeistern. Ja. Dann haben wir noch das Game Demo, das man dann jemandem geben kann. Hier, probier mal aus. Wenn du das noch nicht kennst, probier mal. Ja. Okay, das ist gar nicht unclever eigentlich. Ja. Ja. Dann kann man, wenn man selber begeistert ist, sagen, hier Hagen, das wird dir sicher gefallen. Da schenke ich dir das Demo. Probier es doch mal aus. Dann gibt es hier Werbung für der Imker und der Jäger. 11 cm Wachsfiguren, limitierte Edition. Erhältlich Weihnachten 2007. Es gibt Wachsfiguren von Die Siedler? No. Kolosse sagt, die habe ich auch, sehr nette Box. Und Bockwurstboy fragt, darf ich mal fragen, ist Die Siedler Hagens Lieblingsspielreihe? Auch. Gebe ich zu, auch eine ich mag Strategiespiele und ich mag Wirtschaftssimulationen. Und Siedler oder auch Anno schlagen voll in mein Beuteraster. Das ist einfach so. Und deswegen Die Siedler, alle Teile voll gesuchtet. Das kann man schon so sagen. Ja. So, hier haben wir die limitierte Edition. Mhm. A People to Manage, an Empire to Build. Games for Windows, Die Siedler. Und dann gibt es noch, hol dir Die Siedler auf dein Handy, Die Siedler Mobile und Handbuch. Genau, das Handbuch. Und gibt es auch für Nintendo DS. Hier, Spielbildschirm. Mhm. Genau, ist es eines der besseren Siedler oder? Es ist anders. Es ist anders. Die haben da ganz viel über den Haufen geworfen, was danach auch nicht wiederholt wurde. Es ist einfach ganz anders. Okay. Aber ich fand es jetzt nicht schlecht, sagen wir so. Es gibt viele, die es verrissen haben, muss man auch dazu sagen, weil es halt anders ist. Es atmet nicht mehr so Siedler. Aber ich hatte Spaß mit dem Spiel und darum geht's ja. Hier ist noch eine Bonus-DVD. Was sind das? Mit Settlers 6 HD-Trailers und Making-of. Ja. Making-of zum Spiel mit dabei. Ja. Ja. Und hier mit schönen Bändchen, damit man es überhaupt eine Chance hat, die Dinger da rauszuholen. So, ja, ich glaube, damit habe ich meine Siedler-Sammlung auch relativ vollständig. Mhm. Aber Dingsi Bumsi von Anteria hast du nicht. Königreiche von Anteria ist doch kein Siedler, also bitte. Ja, aber ich wollte nochmal meinen Finger in die Wunde legen. Genau. Ja.
So. Ach, da ist noch mehr drin in der Schachtel. Nee, ich glaube, das war nur gut verpackt. So, zwei Kisten haben wir noch. So, das hier hat uns ein geneigter Zuschauer geschickt. Der Steffen hat uns das geschickt. Okay. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Der hatte mich angeschrieben, hat gesagt, hier, er hat einen ausgepackt gesehen, wo wir Sachen aus dem gleichen Genre ausgepackt haben. Gesagt, okay. Das fehlt euch. Bestimmt das noch, okay. Könnte doch irgendwie interessant sein. So, erstmal haben wir hier etwas Nervennahrung für Hagen. Genau so. Danke sehr, du mein Lieber. Danke sehr. So, hallo liebes VD-Team. Ich habe euch mal was zum Vervollständigen eurer 2000er Adventures geschickt. Und als kleines Extra ein wenig Lektüre. Ich hoffe, ihr habt diese noch nicht. Für Hagen liegt etwas Nervennahrung bei. Macht weiter so, euer geneigter Zuschauer Steffen. So, dann gucken wir doch mal, was da drin ist. Hier ist noch ein bisschen Nervennahrung. Noch mehr Nervennahrung. Und wir fangen an mit dem Spiel. Erst hallo an True Karland, zum ersten Mal im Chat mit dabei. Mhm. Das neue Siedler ist wieder in Entwicklung, in Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Gruppe von Uplay-Siedler-Spielern. Okay. Okay, dann hat sich vielleicht positiv entwickelt, ich sag's mal so. Wir sind gespannt. So, es ist Grey Matter von Jane Jensen in der Collector's Edition. Sagt mir gar nichts. Jane Jensen war früher bei Sierra. Ich habe vergessen, welches Spiel es genau, weil sie hat mit Roberta Williams zusammengearbeitet. Wenn jemand von euch weiß, welches Spiel von ihr bei Sierra war, schreibt es mal in die Kommentare. Mhm. Bockwurst Boy sagt, ihr nennt es ausgepackt und nicht Unboxing. Spätestens jetzt hätte ich auf Folgen geklickt. Naja, das ist ja ein, wir packen ja aus, also ja. Ist es ausgepackt. So, Grey Matter, welchen Einsatz fordert das Schicksal, wenn man mit ihm spielt? Voller Verzweiflung versucht der mysteriöse Dr. Stiles Kontakt zu seiner verstorbenen Frau herzustellen, bis scheinbar zufällig die junge Mentalistin Samantha in sein Leben tritt. Plötzlich häufen sich in Oxford rätselhafte Ereignisse. Getrieben von ihren ganz eigenen Motiven begeben sich beide auf die Suche nach Erklärungen für die paranormalen Phänomene. Autorin der legendären Gabriel Knight-Serie, das war's. Ach, hättest du es doch gleich gesagt. Backwards Boy hat es gerade geschrieben, ja, genau, ja. Hier. Gabriel Knight. Ja. Ja. Also immer auch so ein bisschen Mystery-mäßig. Also es ist, ich dachte erst, es sieht so ein bisschen aus wie Interactive Film so, aber es ist mehr, es ist ein Adventure. Es ist ein Adventure, genau. Ja. Und das ist hier von 2010. So richtig neu, nee, ist so, mit Soundtrack mit dabei, direkt hier in der Collector's Edition und das Spiel auf DVD-ROM. Und was haben wir da noch drin? Das dürfte ein Poster sein. Es hat sogar eine Rückseite. Grey Matter bei Jane Jensen. Oh. Das ist auch schön, mal ein etwas künstlerisches. Ja. Genau. Loser sagt, naja, wissen wir ja schon, wie sich das Spiel spielt. Mhm. So, Gabriel Knight-mäßig wahrscheinlich, nettes Cover. Und hol dir den offiziellen Soundtrack. Ja, der ist doch hier damit dabei. Jetzt kommen wir nicht mit. Gab es wahrscheinlich auch separat zu kaufen. Wahrscheinlich ist das das Handbuch, was auch in der Originaledition, also in der Nicht-Collectors Edition dabei ist. Hattest du das auf dem Schirm schon mal vorher? Sagt dir das was? Ich habe schon mal davon gehört, okay. Aber es wäre jetzt noch nicht in auf meiner Umkreis gewesen. Ja, ich bin ja immer noch, also ich gehe das nicht ganz systematisch durch, so nach dem Motto, lange Liste, was ich brauche, Haken dran, sondern zum Teil ist es mehr so, wo ich drüber falle. Und insofern sehr schön hier, vielen Dank für die Ergänzung der Sammlung. Dann ist es deutlich früher zu uns gekommen, als es sonst wahrscheinlich irgendwann gekommen wäre. Ja, vor allem wäre. In der Sammler-Edition. Auch. Und das auch noch in der Collectors Edition. Ja. Genau. Kommen wir hier zu der Siedler-limitierten Edition, die Grey Matter Collectors Edition. Mhm. Und dann ist hier noch die was. Lektüre. Ja, die Lektüre, ja. Haben wir von Gameplan. Spielkonsolen und Heimcomputer von Winnie Forster. Kennst du Winnie Forster? Nein. War Redakteur bei der Powerplay. Hm. 256 Geräte von 1972 bis 2002. Und das ist ungelesen, wenn ich das hier richtig sehe.
Und wir sehen ja hier diesen Falz. Mhm. Und bei solchen Büchern mit Klebebindung muss man immer aufpassen, wenn man das aufklappt, mhm. dass die Klebebindung nicht aufgeht. Und deswegen, warum weiß Dennis sowas, fragt Maluk. Ja, wer Winnie ist. Ich habe ja nur gedacht, wieso ist Winnie ein Mann? Weißt du, hier ist die Fragestellung ist, woher weißt du, dass der bei der Powerplay war? So, mir hat mal jemand, der aus dem Druckergewerbe kommt, erklärt, wie das funktioniert, dass es eben nicht ausreißt. Dafür ist dieser Falz da. Das heißt, man muss jetzt hingehen und das dort einmal so umfalzen. Mhm. Ja, genau dafür ist das bei so Büchern gedacht. So, und wenn man es jetzt aufklappt, geht es genau bis dahin. Ja, dann klappt das nämlich hier so und bricht nicht aus. Okay. Ja, also immer, wenn ihr sowas, sowas seht an Büchern, das ist dafür da, auf so umgebogen zu werden, um den Rücken zu schützen, dass der beim Lesen nicht kaputt geht. Noggo, vielen Dank für das Abo. Dragonflame sagt, Winnie Pooh ist doch auch männlich. Sicher? Hm. Nein, er hat das Buch entjungfert. Nein, ich habe es, das soll ja gelesen werden. Lesbar gemacht. Also ich hätte es jetzt auch einfach so in den Schrank stellen können, aber wir wollen das doch lesen. Und dann muss es zum Schutz hier gefaltet werden. Ja. So, Super Nintendo, Neo Geo, Atari Lynx, Game Boy, Mega Drive. Also ich habe natürlich ein paar davon, aber nicht alle. Retro-Spiele-Konsolen wie der Amiga. Genau. Apple Macintosh habe ich welche, Atari ST, IBM PC, Amstrad CPC habe ich, Atari 7800 habe ich, Famicom nicht, Master System habe ich, MSX nicht, die habe ich auch nicht, C64 natürlich, SX64, Sinclair Spectrum fehlt noch, Vectrex fehlt. Das ist schon wieder so, ich habe schon wieder dieses, ich glaube, da hatten wir schon mal wieder bei Big Bang Theory, wenn die in dem Comicbuchladen sind und habe ich. So ungefähr ist es bei dir auch. So, genau. Habe ich. So, Steffen, vielen Dank auch dafür. Haben wir noch nicht gehabt, also sehr schön. Und dann letzte Schachtel für heute. Ui, die letzte Schachtel. So, ich habe keine Ahnung mehr, was da drin ist. Sehr gut. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, und das habe ich bei Facebook gekauft. Über eine Facebook-Gruppe. Fragst du immer. Ja, Facebook-Gruppe habe ich schon eben wohl vernommen. Ja. Ich schien nur abgelenkt, Dennis. Aber ich beobachte dich mit Argusaugen, wenn du das Messer da hier rumhantierst. Ja. So. Ui, die Schachtel ist randvoll. Genau, es ist ein Spiel drin und es ist die Fortsetzung zu einem Spiel, was wir schon ausgepackt haben für den Amiga. Mhm. Die Fortsetzung gab es leider nicht mehr für den Amiga. Okay. Guilty, ein Adventure, ein Grafik-Adventure von Psygnosis. Und zwar die Fortsetzung von Innocent Until Caught. Ich erinnere mich, dass wir es irgendwann mal ausgepackt haben, aber ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Genau, und das ist die Fortsetzung Guilty. Ja, dann ist er offensichtlich im ersten Teil gepackt worden. Hier oben sieht man ein bisschen Screenshots. Mhm. Ja, also Grafik-Adventure, Point-and-Click-Grafik-Adventure von 1995. Mhm. Willkommen im 22. Jahrhundert. Der schmierige Genove Jack Tillard hat gerade das Universum gerettet. Und was erhält er zum Dank? Der Mustermacho wird von der radikal-feministischen Weltraumpolizistin Isan Anthropath wegen einiger unbedeutender Verstöße gegen die Gesetzgebung der Föderation eingelocht. Aber der Weg zum Gefängnismond ist weit und skurrile Gefahren, zwischenmenschliche Irrungen sowie die technischen Tücken des defekten Raumschiffs drohen Jack und seiner Bewacherin zum Verhängnis zu werden. Mhm. Sie haben die Auswahl zwischen den beiden Helden. Je nach Vorliebe schlüpfen sie in die Rolle von Jack oder Isan, um die Story aus zwei gänzlich verschiedenen Perspektiven zu erleben. Mhm. Wird das Universum gerettet? Ziehen sich Gegensätze an? Wird Jack hinter Gittern landen und Isan die neue Chefredakteurin von Emma? Spielen Sie Guilty und finden Sie die Antwort. Über 100 Schauplätze in 4 Sonnensystemen, 2 wählbare Helden mit jeweils verschiedenen Charakteren und Lösungswegen, aufwendig gerenderte Zwischensequenzen und Sprachausgabe in der CD-Version. So. Nee, das musst du aufklappen. Ach da, das, okay. Und hier auch die Eule an der Seite. Ihr habt Psygnosis Prevents.
a DMA game. Ja, das hat sich eingebrannt. Das ist einfach so. Ist hier nochmal mit Bleistift draufgeschrieben. Guilty. Ja, das stand, weil da nichts draufsteht auf der Schachtel. Ja. Ne? So, wir haben die CD und das Euro-Manual. Wahrscheinlich in allen Sprachen und auf allen Frequenzen. Aber in diesem nicht kopierbaren Blau. Hier ist, oder? Das da war doch dieses. Es gab doch immer so Farben, die nicht kopierbar waren. Das müsste eigentlich. Wüsste ich, warum das nicht kopierbar ist. Wieso macht man denn so ein fieses Blau? Weil man es kann, keine Ahnung. Vielleicht war die schwarze Farbe aus. Genau. Die haben einfach die Patronen immer leer gedruckt. Es gibt Handbücher in Schwarz, Rot, Blau, Magenta. So genau ist das. Ja. Also sieht schön aus von der Grafik. Der erste Teil sah auch schon schön aus. Science Fiction Story. Ich bin gespannt. Kommt auf die Liste von die viel zu lange Liste von Spielen, die gespielt werden wollen. Ja. Genau. Also ersten Teil für den Amiga, zweiter Teil gab es dann nur noch für den PC. Haben wir in der PC-Version. Ich kenne es. Also das hat man, glaube ich, vom ersten Teil. Es ist komplett, die Reihe ist voll an mir vorbeigerutscht. Ja, bei mir auch. Ich erinnere mich nicht, damals darüber gelesen zu haben. Aber nachdem ich mich mit Psychnosis beschäftigt hatte und dann die Adventure und dachte ich, dann brauche ich natürlich Innocent Until Caught und dann brauche ich natürlich auch die Fortsetzung. Ja, ist ja klar. Guilty. Da muss sie ja ran. Muss das, ja sein. Das kannst du nicht machen, so. Ja. So. Damit sind wir durch für heute. Also wir haben Guilty. Mhm. Dann haben wir hier vom Steffen nochmal vielen Dank. Gameplan, Spielkonsolen und Grey Matter. Mhm. Dann haben wir eine Variante von irgendwas in irgendwie physisch von Commander Keen. Goodbye Galaxy. Mhm. Anno 2025. Und dann haben wir Die Siedler. Aufstieg eines Königreiches limitiert. Die Siedler 4 Community Pack. Die Siedler 2, die nächste Generation und Visual Suit Larry Reloaded 2.0. Ja. So, dann schreibt gerne mal, was euer Highlight dabei ist. Ja. Und ich würde mal sagen, da sind viele Stunden Spielspaß dabei und das eine oder andere werden wir euch auch auf absehbarer Zeit mal hier vorstellen. Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.